Hallo ihr Lieben, mein Eggnog-Rezept kennen ein paar von euch vielleicht schon. Heute zeige ich euch, wie ihr daraus einen super leckeren, cremigen Pudding zaubern könnt. Das perfekte Weihnachtsdessert. Das Ganze ist mit, aber natürlich auch ohne Alkohol möglich. Ich zeige euch heute die Variante ohne Alkohol. Ihr braucht ein paar Ginger Snap Cookies, die ich euch in meinem letzten Video gezeigt habe. Andere Kekse funktionieren natürlich auch. 3 Eidotter der Größe M, eine Prise Salz, 30 Gramm Speisestärke, 50 Gramm Zucker, 200 ml Milch, 1 Teelöffel Vanillepaste und 300 ml Eggnog nach meinem Rezept. Alle Infos und Rezepte verlinke ich euch natürlich in der Infobox unter diesem Video. Als erstes werden die Cookies zerkrümelt und in kleinen Schälchen oder Gläsern verteilt. Die Hälfte der Milch wird mit den Eidottern, dem Zucker, der Vanillepaste und der Speisestärke glatt gerührt und kurz zur Seite gestellt. Die restliche Milch wird mit dem Eggnog und dem Salz zum Kochen gebracht. Langsam und unter ständigem Rühren werden die Eidotter mit der heißen Masse temperiert. Dann kommt alles zurück in den Topf und wird eine Minute unter Rühren aufgekocht. Dann ist der Pudding fertig und kann in den kleinen Puddinggläsern verteilt werden. Mit Frischhaltefolie abgedeckt sollte das Ganze im Kühlschrank gut durchkühlen. Nach der Kühlzeit kommt noch ein Kleck Sahne obendrauf und das Ganze wird mit einer Zimtstange und gemahlenem Zimt dekoriert. Lasst es euch schmecken, ihr Lieben. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr die Rezepte ausprobiert, könnt ihr uns eure Bilder sehr gerne auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag amerikanisch kochen schicken. Über eure wunderschönen Bilder freuen wir uns immer sehr.